Hi, begrüße euch. Es gibt eine Kurzmeldung dieses Mal. Und zwar geht es darum, dass mein Freitag, mein Mann, ins Wohnzimmer gekommen ist und hat auf einmal gesagt, wow. Und ich sage, was ist? Und er, ich habe gerade eine Eingebung gekriegt. Also auch er kriegt oft eine Eingebung, beziehungsweise wird ihm etwas gesagt. Und dieser kurze Satz, diese kurze Eingebung war, Putin zerstört CERN. Ich wollte das jetzt nicht einfach so als Video machen, weil ich habe ihm schon gefragt, ob er das als Video machen darf. Sagt er natürlich. Und wir haben sich sofort einmal hingesetzt, weil wir so gedacht haben, ich mag ja keine Angstvideos machen. Ne? Und haben einmal schon geschaut, wie CERN überhaupt liegt. Ne? Und haben mal gesehen, dass das eigentlich zwei große Teile des Rings in unbewohntem Gebiet ist. Und selbst wenn man nur dort den Ring zerstört, ist CERN zerstört. Was uns wiederum darauf hingebracht hat, zu dieser Irrmeier-These, dass Bomben über Deutschland fliegen. Und die wären ja dann quasi der Luftlinienweg, wäre über Deutschland. Aber nur treffen sie nicht auf Deutschland, sondern auf CERN. Das heißt Südfrankreich, also die Grenze Frankreich-Schweiz, wo nichts bewohnt ist. Ja? Und heutzutage, damals war es halt so, wie der Irrmeier das noch gehabt hat, war es natürlich so, da gab es nur eine bestimmte Reichweite und dadurch war das halt nachher gleich ein Kriegsszenario. Hier ist es halt so, in der jetzigen Zeit, dass ja die, richtungsgesteuert sind, beziehungsweise per Drohnen kommen. Also, alles ist möglich. So, jetzt habe ich mir gedacht, nein, ich möchte das jetzt einfach so nicht weitergeben, weil das ist ja nur eine Analyse von mir. Die Botschaft war, Putin zerstört CERN. Und ich habe nachher nachgefragt. Ich habe dann bei meinem Team nachgefragt, stimmt das und was, warum und was kann das bedeuten? Und mir ist gesagt worden, Putin hat eine, verbunden oder steht in Kommunikation mit der Galaktischen Föderation. Das heißt jetzt, es muss nicht unbedingt von ihm jetzt kommen, also dass jetzt die Bomben von Russland wirklich über Deutschland fliegen und dort ankommen, sondern es kann ja ganz anders sein, es kann ja sein, es kommt von oben, aber halt von der Galaktischen Föderation. Putin hat hier nur quasi die Beratung gegeben. Also er ist die Kontaktperson hier auf der Erde sozusagen, ne, für diesen Krieg. Ja? Der Krieg ist aber nicht auf nicht der Dritte Weltkrieg, so wie man es gesagt hat, wie es früher halt war, dass die Mächtigen da diese Menschen quasi verurteilt haben, gegeneinander zu kämpfen, sondern es geht eigentlich darum, dass man die dunkle Macht zerstört. Ne? So, jetzt habe ich dann natürlich weiter gefragt. Übrigens, dazwischen habe ich noch bekommen, weil es immer heißt, ist das jetzt der echte Putin, ist das der echte Trump, ist das der echte Biden? Und mir wurde ganz schnell einmal gesagt, es gibt zwei Trumps, zwei Putins und vier Bidens, wobei die Bidens Schauspieler sind. Also wurde mir wirklich so eingegeben. Trump und Putin sind aus der zweite ist aus einer anderen Zeitlinie. Wie der jetzt aus welcher Zeitlinie kommt und wie der ja nachher gestrickt ist und dadurch in der Öffentlichkeit sehr anders gibt, das weiß ich auch nicht. Ja? Aber sie sagen mir, sie wissen ja voneinander Bescheid, also sie wissen ja, Putin und Trump, also überhaupt die Mächtigen, die wissen ja, dass es Zeitreisen gibt, dass alles möglich ist, dass man Zeitlinien wechseln kann, dass man eben, ja, wie auch immer das funktioniert, uns wurde es ja nicht gesagt, dass diese sich auch sehen dürfen, ohne dass sie dadurch jetzt die Zeit manipulieren oder sich etwas manipuliert. Vielleicht machen es manche sogar extra, damit es schneller geht. Ja? Und da komme ich auch, ja, wurscht, das ist jetzt, warum kriege ich den Gedanken gerade? Da komme ich schon wieder auf das Q. Und wenn man sich CERN anschaut, der große Ring und kleine Ring,
wirkt ja wie ein Q. Gut, das nebenbei erwähnt, vielleicht kann wer damit anfangen, weil ich das gerade so gekriegt habe. Dann habe ich natürlich weiter gefragt, sagen wir so, ich habe nicht gefragt, sondern ich habe dann plötzlich, und das ist ja bei mir ganz selten, wie gesagt, mehrere Eingaben kriegt, was geopolitisch ist, aber nur energetisch. Ja? Also ich bekomme jetzt nicht so, dass man sagt, ja, dort sind die Finanzen und dort ist die Wirtschaft und da ist die Politik niederbrechen, sondern ich habe es bekommen in kurzen Sätzen und in Bildern. Und ich soll euch nicht mehr erzählen, als wie das, das ich bekommen habe, weil sie meinen, jeder soll sich ein Bild selber machen, und wenn sie mir jetzt alles erklären würden, würde vielleicht einiges vereitelt werden, keine Ahnung. Ich darf euch nur das sagen, was ich bekommen habe. Und so wäre es am Machen. Also, ich muss mich kurz erinnern, wie ich eigentlich dazu gekommen bin. Na, das war eigentlich, weil ich auf CERN geschaut habe. Und dann kam gleich einmal die Meldung, in Amerika kommt es nicht zu den Wahlen. Ich habe das Ganze am Sonntag in der Früh bekommen. Und wie ihr wisst, ich schaue keine Fernsehen, schaue keine Nachrichten, dass das dieses Attentat auf Trump da, das habe ich erst erfahren, als ich bei meinen Eltern, als wir da zum Grillen waren, und die hat das erzählt und sie, aha, und ich sage, aha, das weißt du nicht, das war ja überall, und sage, ja, ich schaue ja kein Fern, ich sehe ja das alles nicht, und da habe ich das erst dann erfahren, aber ich habe am Vormittag, also als ich es noch nicht wusste, habe erfahren, also Wahlen in Amerika werden nicht stattfinden, auch wenn ich das vorher schon gehört habe. Und deswegen habe ich mir gedacht, na, vielleicht ist es mein Verstand. Und dann meinten sie, na, du bist ja gerade in der Stille, du hast den Verstand weggeschickt. Also glaub doch das, was wir dir sagen. Okay, also Wahlen finden in der USA nicht statt. Es kommt noch ein Ereignis, mit dem wir gar nicht rechnen, dass es eben dann nicht zu einer Wahl kommt. Lass man sich überraschen. Also wie gesagt, wir kriegen jetzt nicht mehr alles genau gesagt, sondern wir dürfen uns immer schön überraschen lassen. Abgesehen davon hängt es auch immer von uns Menschen ab, wie wir die ganzen Informationen aufnehmen und was wir nachher energetisch damit machen. Also wie weit wir das fördern. So, jetzt kommen wir zu meinem Blick. Und zwar habe ich den Blick über Europa bekommen. Und zwar das erste war mal, weil ich ja gerade mit meinem Blick eben auf das CERN war, und da war Frankreich, und da ist gekommen, Macron geht unter. Wie gesagt, ich sage euch jetzt nur die Sätze und die Bilder, die ich bekommen habe, und alles andere macht ihr damit. Ja? Macron geht unter. Dann England stirbt. Dann bekam ich ein Bild, das über Deutschland, und zwar fast ganz Deutschland, nur das untere Zipfel, also quasi so wie Südbayern, war frei. Alles andere war unter einer ganz dunklen Wolke, sowas wie eine Gewitterwolke. Ich habe jetzt nicht direkt ein Gewitter gesehen, aber so richtig düster, dunkle Wolken. Und das Gefühl brachte mir, dass das eine Angstenergie ist. Und der Großteil der Menschen, natürlich sind viele von euch dabei, die dem nicht mehr nachgehen, aber der Großteil der Menschen ist dort noch, wird noch mehr geängstigt. Und sie kommen ohne Hilfe aus dieser Angstenergie nicht raus, und sie bekommen aber diese Hilfe. So wurde mir das Gefühl auch noch dazu übermittelt. Wolken waren auch, aber nicht so viele und auch nicht so dunkel, aber doch noch dunkel, im nördlichen Spanien, aber ganz oben nur nördlich, also nicht jetzt von der Mitte aus nördlich, sondern wirklich das erste Viertel. Dann haben wir gehabt, oder Achtel sogar nur, also ganz wenig nur, aber ganz oben. Dann habe ich gehabt, in
Norwegen, Finnland, ich glaube, bis Schweden runter ist nicht gegangen, es war eher Norwegen, Finnland, also gerade oben, da war Regen, also da waren Regenwolken, da war richtig Regen. Gut, vielleicht hat es was mit Wasser zu tun, dass mehr Wasser reinkommt. Das ist wieder, soll ich nicht machen, ich soll ja nur die Sätze sagen. Also, Regen. Dann habe ich bekommen, warte mal, genau, Ungarn, sonnig. Das war, also, das war ein Bild. Das war jetzt nicht der Satz, sondern es war bildig, ein Bild. Ungarn war ein einziger Sonnenstrahl. Also das hat geleuchtet, Ungarn selbst hat geleuchtet wie eine Sonne. Dann Österreich war neutral, also da war kein Wetter darüber. Also das war wolkenfrei, aber ich hatte auch jetzt nicht, dass aus Österreich die Sonne kommt. Also eher neutral, also hat sich, es ist jetzt nicht sonnig, es ist nicht gut, aber es ist auch nicht so eine hohe Angstenergie da. Also es ist eher neutral. Und Jugoslawien, mir ist Jugoslawien gesagt, also gezeigt worden, ich komme noch von einer anderen Zeit, nur für diejenigen, die es nicht wissen, das ehemalige Jugoslawien, das sind die heutigen Länder Serbien, Slowenien, Kroatien, Bosnien und Herzegowina, Montenegro und Mazedonien, eigentlich Nordmazedonien, wenn ich es richtig gebe. Also das alles gehörte früher zu Jugoslawien und dieses ganze Gebiet war im Nebel. Mein Gefühl war dabei, sie werden benebelt, also es wird ihnen auch nicht alles erzählt. Sie werden in Unklarheit gehalten. So, das war Nebel. Und dann bekam ich für Italien wieder einen Satz, also kein Bild, sondern einen Satz, was immer der auch bedeutet. Es hieß, Italien freut sich. Keine Ahnung, was damit gemeint ist. Aber ihr dürft jetzt reinspüren und selbst überlegen. Also das sind die Botschaften, die wir dieses Wochenende bekommen haben. Und es war das Gefühl, ich sollte das gleich weitergeben, weil ja jetzt die Energien so stark sind, dass das in der nächsten Zeit alles Sinn macht. Gut, das war mein schnelles, eiliges Kurzvideo und bald folgt wieder ein längeres. Ich sage noch nicht welches, weil ich mich selbst dafür entscheiden muss. Und bis dahin, alles Gute. Bleibt in eurer Kraft, geht's nicht mit diesem Angstspiel mit, sondern sorgt für euch gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss!